The dark smells wrong. Not night dark. Wait and dark. Okay. Welche Dunkelheit denn? Allgemein die Dunkelheit? Round and round again. Most gets confused, I think. Oh, er ist verwirrt, weil er im Kreis läuft. Das ist putzig. Jag, bist du confused? Bist du verwirrt? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment sein soll. Oder? Oh, verschlossen. Aber da sind Sachen drin. Das ist die Kiste. Können wir das aufmachen? Astarion. Guck mal, er guckt gerade nicht. Astarion. Er guckt gerade nicht. Kann ich das nicht? Er guckt gerade nicht, ne? Hehe, wir machen es auf, während er nicht guckt. Nein, ich hab daneben. Oh mein Gott. Nochmal. Nochmal. Während er noch da hinten ist. 24, komm schon. Alle rein da! Während er nicht guckt. Los. Schnell. Ah, puh, danke. Nein! Ah, er hat's doch gesehen. Oh, das weiß ich. Ich kann nicht mal was sagen? Ach, verdammt. Ach, da fällt mir ein. Bevor dieser Kampf jetzt weiter richtig losgeht. Ich werde hier die ganze Zeit gemobbt in den Kommentaren von wegen... Was explodiert alles? Von wegen, ich spiele auf leicht. Ja, Frechheit. Ich werde das jetzt umstellen, das ausgeglichen, wo ich am Anfang auch gestartet habe, ja? Frechheit. Ich musste es da hinstellen. Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten, okay? Verdammte Spinne. Ich hasse sie immer noch. Ich hasse Spinnen in Spielen. Die ruinieren mir immer alles. Hier, Feuer. Fress Feuer. Glückspilz, komm schon. Oh, nice. Ich habe gesehen, dass da was explodieren kann. Das hast du gut gemacht, Astarion. Ich bin mal wieder stolz auf dich. Wie immer. Es ist blöd, in diesem Raum jetzt zu kämpfen. Ich komme nicht aneinander vorbei. Und ich kann nur in Feuer springen. Ja, kannst du rausrennen, Digga? Nope, kannst du nicht. Gut, dann genieße deine Hitze und greif die an. Bist du tot? Ja, bei ihm war es ein Fehlschlag, leider. Kannst du irgendwie wegspringen, sodass ich da nicht im Feuer stehen muss mit dir? Auch nicht. Ich kann nur über die anderen rüberspringen. Oh, sie kann rauslaufen. Gott sei Dank. Fritz Licht! Verdammter Jag. Ja, siehst du mal, bist fast gestorben von göttlicher Fügung. Was hast du schlimmere Gegner? Wir sind viel besser als alle anderen, die du jemals hättest treffen können, okay? Wir sind die Profis und ich gehe hier hinten hin. Absoluten Profis sind wir hier. Ja, weißt du was? Du kriegst meine gesamte Wut ab. Die dich nicht umgebracht hat. Aber meine gesamte Wut war, ja? Also, akzeptier's. Schluck das, friss das. Na komm, kletter hoch. Sei nicht so langsam. Karat. Haben wir schon mit denen gesprochen? Ey! Dieser Jagd will auch wirklich Stress anfangen, oder? Wer ist als nächstes dran? Astarion, du machst ihn gleich für mich fertig, ja? Okay? Du bist immerhin mein Dracula. Können wir hinlaufen? Nö. Wir können hier hinlaufen? Dann sind wir schon mal näher dran für gleich, aber du schießt drauf. Nice, sehr gut gemacht. Astarion ist echt so gut. Das ist so ein Profi im Kampf. Ich liebe es immer, noch ihn dabei zu haben. Ich liebe es einfach. Jetzt fehlt nur noch Karat und Woll. Voll. Voll? Woll? Ach, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Oh mein Gott! Schattenherz! Du hast gerade so viel Schaden gemacht. Sehr gut. Oh mein Gott, die hat einfach 28 mit ihrem Strahl gemacht. Hauptsache, du schubst die nicht. Ist mir egal, ob du ihn schlägst. Da unten ist noch Feuer fast. Das gefällt mir nicht. Okay, geht's euch gut? Hm, erst zwei Züge jetzt vernommen. Vernommen, okay. Wie fährst du? Na komm, wir sind zwar näher dran, aber friss. Was ist das? Sehr gut. Jetzt können wir in Ruhe looten, okay? Hat sich gelohnt. Jetzt haben wir sogar Schlüssel bekommen. Mir tut es ein bisschen leid, dass wir die Wölfe töten mussten. Es ist dunkel geworden. So, jetzt können wir hier looten. Ich wollte es eigentlich so heimlich machen, aber Mann, ist das ein schönes Bild. Gemälde eines lächelnden Mädchen. Oh, wir hätten vielleicht auch so ein Gemälde von uns anfertigen lassen können. Das wäre schön gewesen. Reisende, die auf dem Landweg nach Baldur's Tor kommen, riechen die Stadt häufig, bevor sie erblicken.
Das ist eine sogenannte Vorstadt zu verdanken, in der sich viele der Dinge befinden, die Baldur's Tor zwar zum Überleben brauchen, aber lieber nicht innerhalb seiner Mauern hätte. Hier finden sich Gerbereien, mein Gott, Vieh- und Schlachthöfe, Salzwerke, aber auch kaum regulierte Märkte sowie Baracken und Lager der Armen. Ich bin der festen Überzeugung, dass respektable Reisende sich hier niemals länger als nötig aufhalten sollten, ganz gleich, welche Verlockungen dort auch an unsere niedrigen Instinkte appellieren. Zumal nach einer langen Reise. Lieber sollte man zügig und unter ständiger Beobachtung aller Wertgegenstände zu einem der Haupteingänge in die Unterstadt weiterreisen. Beispielsweise zum berühmten Basiliskentor. Das werden wir uns merken, Basiliskentor. Vielleicht sehen wir das noch. Wenn man einen solchen Eingang durchquert hat, erst dann befindet man sich in der eigentlichen Stadt. Okay, das versuchen wir uns zu merken. Ein Goldring, sehr schön. Bücherreihe, nichts drin. Ein Teller, eine Schale. Leider können wir die Büste da nicht mitnehmen. Allgemein, was ist ein Tisch drin? Nichts Gutes. Die Truhe, na komm. Abgrundrufer. Aura des Dämonengeists. Die beschworene Kreatur des Trägers hat Resistenz gegen alle Schadensarten, außer psychischer Schaden. Zu Beginn des Zuges der beschworenen Kreatur muss diese einen Rettungswurf gegen Weisheit bestehen, oder sie wird wahnsinnig. Das ist zweischneidiges Messer, aber die rüsten wir ja mal sowas von aus. Also wahnsinnig werden akzeptiere ich. Das finde ich genial, also dass wir gegen alles dann immun sind. Naja, außer physischer Schaden. Psychischer Schaden, war das richtig? Ja, ich glaube ja. Es kam zu mir eine Frau, welche ich für dahin er nennen werde. Um sich über das ungewöhnliche Verhalten ihres Gemahls, welchen ich für dahin B nennen werde, zu beklagen. 3 Monate zuvor hatte er begonnen, nachts zu schwitzen und im Schlaf zu rufen, er trage das Mal des Chaos. 2 Monate zuvor hatte er begonnen, sich selbst Sarvok zu nennen. 1 Monat hatte er ständig von dem Thron gesprochen, den zu besteigen seine Bestimmung sei. Ich suchte B im Bauernhof Haus des Paares auf. Er saß ruhig am Tisch, ein unbekanntes Buch an die Brust gedrückt. Ich konnte weder einen Fluch noch einen bösen Geist an ihm entdecken, auch keine Magie. Und doch, als ich das Licht der Kerzenflamme auf ihn schien, hob er das Buch hoch in die Luft und rief, die Toten, die sie bringen, werden den Vater wecken, und durch sie wird er sich erheben. Ich riss ihm das Buch aus der Hand und warf es in das Feuer, wo es nicht mit roter oder gelber Flamme verbrannte, sondern mit rein schwarzer. Zurück blieb nur ein einziger Fetzen, auf dem geschrieben stand, er sah seinen kommenden Tod voraus und verbreitete die Samen seiner Essenz im Land. B schauderte und seufzte, als würde er von seinem Albtraum erwachen. Er hatte keinerlei Erinnerung an das Buch oder die Worte, die er gesprochen hatte. Diagnose, undefinierte neurotische Verzauberung, Behandlung, Kräuterinktur aus Knoblauch und Thymian, 3-mal täglich eingenommen, bis die Erschöpfung nachlässt. Ich bin mir unsicher, ob da eine Kräutermischung tatsächlich helfen würde. Und in der Zeit von denen mit Magie hätte man bestimmt eine bessere Lösung finden können. Notizen einer Wahrsagerin. Jedes Kapitel dieses Buchs beschreibt einen Fall aus der illustren Karriere der Wahrsagerin, Geraldine Schwankner. Das 23. Kapitel ist mit einem Eselsort versehen. Interessant, interessant. Kapitel 23. Der verängstigte Adelige und das ockerne Ohm. Es folgt die Niederschrift eines Gespräches zwischen mir und einem jungen Adligen, den ich schon mein Leben lang kenne. Üblicherweise kam er zu mir, um sich in Fragen der Liebe und Geldes beraten zu lassen. Doch einer seiner Besuche blieb mir im Gedächtnis. Er, Madame, bitte, was ich euch berichte, ist wahr. Ich, vielleicht werdet ihr so gütig, es noch einmal zu wiederholen. Ups. Er, der Kerl, den ich traf, hatte ockerfarbene Haut, Ohren wie ein Elf und die Nase einer halb verwesten Leiche. Haben wir Voldemort? Seine Haut war geziert von Mustern wie jene auf dem Fell eines Rehs. Ah, und was sagte er, als er euch ansprach? Wo war das doch gleich? Auf einer nebligen Lichtung in eurem Lande? Der Kerl. Die Kreatur.
Der Mann kam langsam auf mich zu, eine Klinge in der rechten Hand. Ich war wie gebannt, wie durch einen Zauber zum Erstarren gebracht. Er hielt mir das Schwert unter das Kinn und fragte etwas, was ich nicht verstand. Ich sehe es noch vor mir, die Klinge, silbern wie der Mond, wie ein Mond im See unter meinem Kinn. Beruhigt euch, ihr seid nicht in Gefahr. Ihr sagt, ihr konntet nicht verstehen, was der Mann sagte? Zunächst nicht, nein. Zunächst wusste ich nicht, welche Sprachen er spricht. Welche Sprache er spricht. Doch er schien meine Verwirrung zu bemerken und versuchte es erneut in der Gemeinsprache. Und sagte, sagt, welche Ebene ist dies? Da verlor ich das Bewusstsein und glitt langsam zu Boden. Und dann? Und dann, als ich erwachte, ich weiß nicht, wie viel später, war er fort und ich eilte zu euch. Ruhig, Kind. Fürchtet euch nicht, denn ihr wurdet von einem glückverheißenden Omen besucht. Eure Felder werden dieses Jahr die doppelte Ernte bringen. Wirklich? Doch wer war es? Er war ein Gespinst eures inneren Dämons. Ein Bote eurer tiefsten Intuition. Und er kam zu euch, um euch von eurem bevorstehenden Glück zu unterrichten. Und ich sage es. Und ich sage euch, es kam so. Ich glaube der Sache nicht unbedingt. Das klingt eher wie so ein Dimensionswandler. Oder irgendwas derartiges. Let's have a look at myself. Und wie siehst du aus? Not bad. I've had better days and worse ones. Also ich muss sagen, wir sehen ziemlich hübsch aus. Also, so würde ich auch gerne aussehen. Nee, also ich glaube nicht, dass das so ganz wahr war, was die Wahrsagerin da gesagt hatte. Hier ist noch ein Tor und ein Knopf. Absolut keine Ahnung, was dieser Knopf gemacht hat. Können wir das Tor öffnen mit dem Schlüssel, den wir bekommen hatten? Ja, sehr schön. Was ist das? Ein Höhlenloch. Ja, da passt niemand von uns rein. Das ist schon das zweite Loch, was wir gesehen haben. Und es hat nichts funktioniert. Wie kommt man denn in diese Löcher rein? Kriegen wir nochmal irgendwas dafür? Vielleicht ein Zauber oder irgendwas? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir müssen ja noch irgendeinen Zauber bekommen. Oder vielleicht eine Person. Oder ein Trank. Irgendwas, der uns helfen kann. Kannst du das auch einmal entschärfen, bitte? Also ich hoffe mal, wir kommen irgendwann nochmal in diese Löcher rein. Sehr viel Gold. Und immer noch dieses Eisen, das haben wir schon öfters bekommen. Ich weiß nicht, was wir damit machen. Noch eine Holzkiste. Was ist das? Weiß ich nicht, es wird nicht angezeigt. Ich denke, wir können wieder gehen. Wir können unten lang gehen, wenn wir eben schon von oben kamen. Müssen wir den Weg nochmal zurückgehen? Können wir nicht vermeiden. Wir hatten doch... Ja, wir hatten... wir hatten unseren Wegpunkt. Wozu jetzt in der Mitte lang gehen und einen Kampf hervorbeschwören, wenn wir einfach reisen können und verschwinden? Denn ich bin mir ziemlich sicher, die anderen werden uns auch angreifen. Immerhin haben wir versucht, sie zu berauben. Die meinten eben schon, wir dürfen nichts anfassen, sonst gibt's Ärger. Also gehen wir einfach mal wieder. Das war ein interessanter Ort, muss ich sagen. Schade, dass dieser komische Typ am Anfang sich explodieren lassen hat. Das hätten wir vermeiden können. Das hat uns viel Schaden gemacht. Es geht schadensmäßig. Ich weiß nur nicht, wann wir das nächste Mal kämpfen. In dem Spiel ist es ja immer, du gehst um eine Ecke und plötzlich greift dich irgendwas an. Also, weiß ich nicht, ob wir schlafen gehen sollten. Wieso haben wir allgemein alle so wenig? Wir haben... Waren wir nicht schon irgendwie bei 70 Mal? Wieso habe ich dann 27 von 32 Leben? Habe ich irgendwas... Ist irgendwas kaputt bei uns? Oder... Ach so, das liegt wahrscheinlich an dem Modus, oder? Oh, ich habe den ja eben gewechselt. Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach generell weniger Leben auch noch dazu. Oh, wie eklig. Oh, ein Ochse. Es tut mir leid. Ja, na toll. Das wird ja... Das kann spaßig werden. Ich hoffe, die Kämpfe werden nicht allzu grausam in der Zukunft. Geht ihr da diesmal alle lang, oder... Stellt euch wieder an. Oh, Masario, du bist gesprungen. Schattennetz auch. Will, komm schon. Du bist der Letzte. Will. Ach, Mann. Warum machst du das jetzt so anstrengend? Spring doch einfach rüber. Stell dich nicht so an, mein Freund. So, in dem Haus waren wir noch nicht. Hier ist aber auch nicht wirklich viel. Oh, mal ein bisschen Gold, eine verkohlte Leiche, wo auch noch ein bisschen Gold drin ist. Ah, da war ein Buch drin. Das ist eins, das wir schon kennen. Ein fleckiges Buch.
Grüße deinen inneren Goliath. Insekt, Wadenbeißer, halber Meter. Steine, die deine Feinde werfen, um dich klein zu halten. Oder Stufen, damit du dich erheben kannst. In jedem Gnom schlummert ein innerer Goliath, in dem du Zweifel, negatives Denken und eine kleine Abonnementsgebühr beiseite legst, kannst auch du lernen zu wachsen, innerlich wie äußerlich. Für Details bitte wenden. Worauf wartest du? Erwecke deine verborgene Größe und sieh zu, wie deine Beine schrumpfen. Also, ich bin ein ziemlich kleiner Mensch. Ja, ich bin gerade mal 1,59. Und dass dieses Buch jetzt ausgerechnet hier auftaucht, während wir das umgestellt haben mit der Schwierigkeitsstufe und jetzt kommt plötzlich deinen inneren Goliath herauslassen und wachsen. Das ist nämlich ein bisschen als Beleidigung, danke. Mirileth. Der hat extra einen Namen und heißt nicht nur verkohlte Leiche. Hat ein bisschen Wein gegeben, danke. Hier ist sonst nichts weiter, ne? Nö, dann gehen wir mal wieder. Da ist noch ein Haus. Ah, das Haus ist dicht. Dann nicht. Wir gehen einfach. Da kamen wir her. Wir können geradeaus weitergehen oder rechts. Ich glaube, wir gehen mal geradeaus weiter. Ja, hier kommen wir wieder runter. Dann können wir nur hier. Da sind Häuser. Und ein Schild. Was sagt uns da dieses schöne Schild? Wer steht da? Welcome to Joaquin's Rest. West, Baldur's Gate. East, Elturel. Ja, ich glaube, so viel willkommen ist das nicht mehr. So abgebrannt, wie das ist. Oh, Schmetterlinge. Oh, ich finde das immer schön, so ein kleines Detail. Wir sind beim Gebirgspass. Gebirgspass ist doch aber nicht gut, oder? Den haben wir doch vermieden. Ein Drache? Wo? Da war ein Drache. Da hinten. Wow, wieso... Wieso greifst du uns jetzt an? Wer bist du? Ich bin verwirrt. Okay. Ich weiß nicht, was wir ihr getan haben, aber wir kämpfen einfach mal. Und sie hat Angst. Warum greifst du mich an, wenn du Angst hast? Ich habe doch gar nichts getan. Ich bin nur hier lang gegangen. Oder liegt das daran, weil sie... Ich meine, sie hat Hörner. Bist du einer von den Tieflingen? Und glaubst du auch, ich habe deine Tiefling-Leute umgebracht? Ach Mann, ich bin immer noch traurig darüber. Aber hättest du uns mal nicht angegriffen? Wir wollten dir doch gar nichts tun. Ich wusste nicht mal, dass du da stehst. Ich habe es gar nicht gerallt am Anfang. Hast du wenigstens guten Loot? Was ist denn jetzt los? Warum fangen wir ein Gespräch an? Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Da ist der Drache. Oh, das ist cool. Nein, alle tot! Oh, das muss schmerzhaft gewesen sein. Verbrannt und dann noch runterfallen. Dagegen will ich aber nicht kämpfen. Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Ja, genau, hör auf ihn. Bitte geh einfach. Ich will nicht kämpfen. No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. Müssen wir dagegen kämpfen? Can we kill them? Please. Pretty please. Oh, warum hat er das so gesagt? Das war ja richtig sexy. Warum redet ihr wohl immer so? Oha, okay, wir bringen sie um. Ich weiß nicht, wer das ist, aber du sagst pretty please zu mir? Auf jeden Fall werden wir sie umbringen. Oh, sorry, du warst gerade noch voll geil darauf, die zu töten. Also sag jetzt nicht, du bist müde. Oh, wir werden sie sowas von umbringen, wenn du mich schon so rumbittest. Oh, 400 von 400. Oh, ich speichere. Astarion, was ich nicht alles für dich tue. Okay. Was ich nicht alles für diesen Mann tue. Lazelle? Ist das nicht... Ist das nicht... Moment. Vielleicht sollten wir doch nicht töten. Auch wenn Astarion Pretty Please gesagt hat. Das ist so super niedlich gewesen, aber... Ist das... Das ist doch die vom Anfang. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Das ist doch die vom Anfang. Ich habe die ganze Zeit gewundert, wo die ist. Ich kann die jetzt nicht einfach angreifen. Tut leid, Astarion, auch wenn du so lieb gefragt hast. Das ist sie. Ich bin mir ziemlich sicher. Cool, zeig mir das Gesicht.
Ja, das ist sie. Das ist unsere Freundin. You stay put and keep your lips sealed. Okay. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding, for I am nothing if not merciful. Your name, child. Ich weiß, wir müssen jetzt würfeln, aber das scheint mir sehr wichtig zu sein gerade, oder? Wisst ihr was? Ich werde immer eins nehmen, ja? Aber ich will aus Neugierde mal würfeln, um zu sehen, was passieren würde. Wir würden eine 4 würfeln. Wir hätten eine 3 gewürfelt. Das wäre überhaupt nicht gut ausgegangen. Nee. Ich will nicht angreifen, sonst hat mir das eben schon gemacht. Da muss der Würfel ganz kurz Pause machen. Wir bleiben still. Lazelle. Lazelle. Proud. Regal, even. You will call me Jestil Kithrak. Vos, Knight Supreme. The Queen's Silver, the Queen's Sword. I am who you say. A Geech vessel has fallen from the sky, Lazelle. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. Wieso das denn? The weapon that Vos seeks is the same one the Absolute was holding. Oh, nein. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. Wir müssen unbedingt still sein. Cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Wir sind leise. My mandate, Jestil Kithrak, is to locate this creche. Vielleicht können wir uns noch mit dir anfreunden. I was infected aboard a Geech ship and need to be purified. Your mandate is to aid me. Purified? Oh, Lazelle, why must the truth be so bitter? Soon your skin will go grey and your blood will run silver. You will shed your skin to become Only in death are the infected. Sag nicht, wir müssen jetzt doch kämpfen. Bitte nicht. But you were on the Nautiloid. You possess what I seek. You will give it to us. Oh mein Gott. Then you will bend your head for the Hätten sword. Wir doch was sagen sollen? Stand down, knight. Okay. I do not have what you seek. Our queen's word binds me. Beretha. See her skull split and her corpse is Ah, jetzt müssen wir doch kämpfen. I will take word to Queen Vlakith. Our quest has ended. To Danos, to the sky. Weil ich will nicht kämpfen. Lazelle, bist du jetzt auf meiner Seite? Sei auf meiner Seite. Bitte sei auf meiner Seite. Ich will nicht kämpfen. Ah, Drache. Gut, dass er weggeht mit ihm. Tschüss, bitte nie wiederkommen. Ich will nicht mit 400 Leben Drache kämpfen. Er ist recht nicht jetzt, wo wir höher gestellt haben. Wir müssen auf jeden Fall kämpfen. Okay. Sie müssen nicht angreifen. Perfekt. Das ist sie vom Anfang. Ich habe mich so gefreut, sie wiederzusehen. Ich mochte die voll. Ich bin tot. Ich habe mal gerade angefangen. Wieso bin ich tot? Wieso? Was ist denn angefangen? Oh mein Gott. Ich hatte... Entschuldigung, wieso ist sie denn jetzt auch tot? Oh, das hat gezoomt. Wieso hat sie nur 12 HP gehabt? Was ist denn hier los? Warum haben die alle so viel? Ja, oh, darf ich jetzt auch endlich angreifen? Warum darf ich hier angreifen? Oh mein Gott, ich werde sterben. Ich kann so nicht kämpfen. Ich habe nicht mal eine Chance. Oh mein Gott. Oh, der wird angegriffen, wenn wir weggehen. Oh, es ist gar nicht gut. Schattenherz lebt noch, oder? Ja, Schattenherz. Allgemein alle leben noch, außer wir. Und Lazelle ist tot. Wegen der habe ich jetzt nicht angegriffen. Vielleicht können wir sie gleich wiederbeleben. Wir haben noch so eine Rolle. Ich hoffe doch. Sie schlagen bitte. Sie weicht aus. Kannst du sie schubsen? Was wollen wir dazu tun? Oh mein Gott, Astarion, bitte. Tu ihr weh. Nochmal bitte. Oh, sehr gut, sehr gut. Schattenherz, bist du dran? Ja, okay. Du musst jetzt ganz dringend das machen. Ganz, ganz wichtig. Kannst du aufstehen? Oh. Kann man nicht helfen in dem Modus, wenn man liegt? Oh, das ist gar nicht gut. Ich bin so tot. Kann ich mit ihr hochklettern?
Ja, da ist kein Zeichen. Ja, ich kann mit ihr nach oben gehen. Gott sei Dank. Oben ist noch am besten. Wir haben High Ground. Woo. Greif sie an. Stift. Ja, sie ist tot. Gott sei Dank. Okay, okay. Wir speichern. Wir speichern zwischendrin. Ich hasse es. Ich hasse es, auf dieser Stufe zu spielen. Jetzt schon. Wir waren instant tot. Sie hat mein ganzes Leben geklaut mit einem Angriff. Warum teleportierst du dich vor mir? Vor mich. Du warst doch sowieso schon gut dabei. Komm schon, Will, tadel. Genau, tadel sie für ihre Sünden. Oh nein. Oh, das kann nicht gut enden. Wir müssen... Kann ich Batumi nicht hochhelfen? Oh, hör auf, bitte. Kann ich Batumi nicht hochhelfen, wenn ich es bei ihr benutze? Kann sie bitte aufstehen? Oh, sie steht auf! Ah, okay, der Massenzauber hat nicht geholfen. Der Massenzauber war das Problem. Das ist Tarion. Wo ist der andere Typ? Da. Okay, Schattenherz ist stark. Schattenherz ist wirklich stark. Problem ist, die hat nicht mehr viel Leben. Das heißt, sie wird beim nächsten Angriff, wenn sie getroffen wird, sterben. Astarion hat noch Leben. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, Astarion, danke. Ich liebe dich. Ganz ehrlich, Mann. Können wir Lebenstränke? Haben wir gute Lebenstränke? Haben wir gute Lebenstränke, bitte? Ja, haben wir. Können wir nur einmal benutzen, schade. Können wir ein bisschen weiter weggehen? Einfach nur... Ich meine, es bringt nichts. Er wird uns angreifen, oder? Bitte stirb nicht. Oh, warum stirbst du direkt? Weißt du was? Dann sei das Opfer der Runde, okay? Bitte? Nein! Nicht Schattenherz! Hey, Astarion, bitte! Bitte, lass Astarion leben. Bitte, wie viel Leben hast du? Wie viel Leben haben wir? Vier. Okay, okay, okay. Das können wir machen. Wir schaffen das. Wenn er hochgeht, wird er angegriffen. Die Frage ist... ich weiß nicht. Wenn ich angreife, kann ich danach nichts mehr machen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wir werden... Bitte, bitte, bitte lass den provozierten gelegentlichen Angriff uns nicht umbringen. Bitte. Perfekt, der hat nur 3 Schaden gemacht. Helf ihr hoch. Sie ist wichtig. Und jetzt hau ab! Hau ab! Oh, warte, wir brauchen die Bewegungsrate. Ich weiß nicht, ob das sonst nicht gilt. Wir trinken einmal einen Trank. Kannst du Will heilen? Ja. Und jetzt hau ab! Verschwinde! Okay, wir haben es noch gerettet. Fürs Erste. Ich speichere nochmal. Darf ich nochmal speichern? Danke. Er kann direkt nichts tun, ne? Er kann nach oben gehen. Da ist kein Pfeil. Gott, ich glaube, wir können abhauen mit ihm, Mann. Hau ab! Und haben wir einen besseren Trank mit ihm? Oh, wir haben nur alle Tränke bei meiner. Wir hätten sie besser aufteilen müssen. Und komm doch nicht hinterher! Bleib da unten! Da ist ein schöner Busch, ja? Und guck mal, die Leiche. Ist die nicht wunderschön zu betrachten? Das ist eine schöne Leiche. Oh, Astarion, gut, dass du so viel aushältst. Oh, er hält so viel aus, danke. Was ist das eigentlich für ein lila Balken? Was heißt das? Sterbe ich ganz, wenn das abläuft? Oh, Mann. Ah! Wer liegt? Will. Weißt du was? Scheiß auf Will, Mann. Töte ihn. Oh, er hat daneben das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Wir können nichts mehr machen, ne? Wir können keinen Trink nehmen. Das ist gar nicht gut. Oh, sie hat 1 HP. Ich glaube, ich sollte mich selber heilen. Ist das mein Meister? Mein Höchster, meine ich? Mein Meister, was sag ich denn da? Wir benutzen das einmal. Kann ich das noch machen danach? Ja. Und hochhelfen kann ich nicht, ne? Nein. Bitte bring ihn nicht um, wir brauchen ihn. Bitte bring ihn nicht um. Oh, Sarion, danke, so viele Fehlschläge. Er ist unser bester Kämpfer, ich liebe ihn so sehr. Wieso ist er so gut? Oh mein Gott, danke, danke, danke. Ich werde ihn niemals rausnehmen aus der Gruppe, niemals. Ah! Bitte stirb nicht. Bitte sei dran. Nein! Oh. Okay.